YouTube-Gemeinde und willkommen zum nächsten Part in meiner Datenschutz-Videoreihe. Diesmal mit dem Thema Auftragsverarbeitung oder Verarbeitung im Auftrag, wie auch immer man das nennen möchte. Ehemals laut Bundesdatenschutzgesetz Auftragsdatenverarbeitung auf jeden Fall. Und ihr merkt schon, wo ich drauf hinaus will, eventuell. Habe ich auch in einem anderen Video schon gesagt, die Auftragsverarbeitung gab es bereits mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Auch dort musste quasi mit den externen Dienstleistern, so sage ich jetzt mal ganz grob, ein Vertrag geschlossen werden. Und wie das Ganze jetzt aussieht, ja, das will ich euch hier in dem kleinen Video einmal kurz zeigen. Fangen wir erstmal damit an, was ist überhaupt Auftragsverarbeitung? Das steht logischerweise in der Datenschutzgrundverordnung und zwar heißt es dort, erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen. So arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Personen gewährleistet. Und das Ganze ist festgehalten im Artikel 28 der Datenschutzgrundverordnung. Und dort steht dann im Prinzip auch drin, was alles in so einen Vertrag oder Vertragszusatz muss. Und Beispiele für so eine Auftragsverarbeitung, jetzt ohne Anspruch auf Richtigkeit, wären zum Beispiel Übergabe der Personaldaten an eine Steuerkanzlei, um zum Beispiel Löhne und Gehälter überweisen zu lassen. Würde ich jetzt sagen, ist in dem Fall eine Auftragsverarbeitung, weil ich ja die personenbezogenen Daten meiner Mitarbeiter an einen externen Dienstleister übergebe. Eventuell gibt es da aber auch, weil das ja Finanzsachen, nenne ich es mal, sind, eventuell gibt es da eine Ausnahmegenehmigung oder eine Ausnahmeregel, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann externes Personalbüro, im Endeffekt genau dasselbe, ne? Wenn ich keine eigenen Personalakten, Personalakten nicht bei mir im Unternehmen führe, sondern das durch einen externen machen lasse, werden auch dort quasi personenbezogene Daten für mich verarbeitet. IT-Systemhaus, ne, wenn die komplette EDV, sage ich jetzt mal, ausgelagert ist oder auch nur ein Teil davon, zum Beispiel neuer Mitarbeiter, es muss ein neues Benutzerkonto angelegt werden, Postfach, das heißt, die IT-Abteilung braucht Vorname, Nachname, in welcher Abteilung wird er eingesetzt, welche Berechtigungen soll er haben und so weiter. Und wenn das durch ein Systemhaus übernommen wird, also outgesourced, dann verarbeitet dieses Systemhaus ebenfalls personenbezogene Daten. Softwarehäuser, im Prinzip genau dasselbe. Auch die verarbeiten im Zweifelsfall personenbezogene Daten. Wenn ihr zum Beispiel irgendeine Fachsoftware einsetzt und dort muss ich einer per Fernwartung zum Beispiel draufschalten, verarbeitet er zwar nicht im Endeffekt personenbezogene Daten per se, sage ich jetzt mal, also überlässt ihm keine Daten, aber er kann auf jeden Fall theoretisch Zugriff auf solche Daten bekommen. Also das wären so die Beispiele, die ich jetzt erstmal hätte. Ja, grundsätzlich ist es, finde ich, eine Einzelfallentscheidung, je nachdem, was man überhaupt mit den personenbezogenen Daten macht. Weil, ich sage zum Beispiel Zeitarbeitsfirmen, da habe ich mich jetzt erst drüber schon ein bisschen schlau gemacht, da ist es zum Beispiel so, da wird kein Vertrag über eine Auftragsverarbeitung benötigt, sondern die Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma, die quasi ausgeliehen werden, sind sowohl Beschäftigte der Zeitarbeitsfirma als auch Beschäftigte des Unternehmens, an die sie ausgeliehen werden. Das heißt, die haben quasi zwei verantwortliche Stellen. Ja, wie gesagt, also da bin ich selber noch in der Klärung. Wenn ihr wisst, wie das genau funktioniert, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und hier geht es erstmal weiter mit der Auftragsdatenverarbeitung nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Wie gesagt, beim BDSG hieß es noch Auftragsdatenverarbeitung. Und war dort bereits geregelt im Paragraphen 11. Und der Auftrag oder Vertrag oder die Verarbeitung ist auf jeden Fall schriftlich zu erteilen gewesen und musste folgende Punkte beinhalten. Gegenstand und Dauer des Vertrages, also wie lange ist der Vertrag gültig, verlängert er sich automatisch, worum geht es überhaupt, Umfang, Art und Zweck der Nutzung von Daten, sprich welche Daten werden wozu übermittelt, damit der Auftragnehmer, also der externe Dienstleister, was damit machen kann.
wer ist der betroffene Personenkreis? Also zum Beispiel, wenn ich meine Personaldaten an ein Steuerbüro übergebe, sind es die Mitarbeiter. Wäre das der betroffene Personenkreis? Die technisch-organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers, also des externen Dienstleisters, sage ich jetzt mal, damit dort auch nachgewiesen werden kann, okay, der hat meinetwegen eine Firewall im Einsatz gegen Zugriffe von externen, der hat eine Alarmanlage in Benutzung und so weiter und so fort. Ja, zu technisch-organisatorischen Maßnahmen findet ihr ja auch hier auf meinem Kanal ein extra Video, könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Und weiterhin die Pflichten des Auftragnehmers, die Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen, sprich wenn der Auftragnehmer für die Aufgabenerfüllung noch einen anderen externen Dienstleister ins Boot holen muss, dann ist dies ebenfalls schriftlich festzuhalten, Kontrollrechte des Auftraggebers und so weiter und so fort. Das war alles nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Und ja, Auftragsvereinbarung, Auftragsverarbeitung, Verarbeitung im Auftrag, wie auch immer, nach der Datenschutzgrundverordnung, ist geregelt im Artikel 28. Auch hier ist der Auftrag schriftlich zu erteilen. Erteilen kann allerdings auch in einem elektronischen Format erfolgen. Das ist im Prinzip die einzige Änderung, würde ich jetzt großartig behaupten, zum Bundesdatenschutzgesetz. Wobei elektronisches Format in dem Sinne nicht heißt, dass ihr eurem Vertragspartner eine E-Mail schickt, wo er einmal kurz irgendwie einen Haken setzen muss oder auf einen Button klicken muss zum Bestätigen, sondern wenn ich mich jetzt nicht irre, also nagelt mich nicht drauf fest, elektronisches Format heißt, dass ja ein PDF zum Beispiel digital unterschrieben werden muss, mit einem Zertifikat, wie auch immer. Das wäre in einem elektronischen Format. Ja, wenn ihr so wie ich auf Nummer sicher gehen wollt, schickt das Ding einfach hin. Euer Kunde soll sich das einmal ausdrucken, seine Firmendaten ergänzen, wenn ihr eine Vorlage habt, unterschreiben, zurückschicken, fertig. So, dann ist es auf jeden Fall schriftlich festgehalten mit Unterschrift und alles taco. Und auch nach der Datenschutzgrundverordnung, ja, muss in diesem Vertrag drinstehen oder Vertrag, in diesem Vertragszusatz die Gegenstand und Dauer des Vertrages, Umfang, Art und Zweck der Nutzung von Daten, auch wie im alten, der betroffene Personenkreis, die technisch-organisatorischen Maßnahmen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen. Also im Prinzip zu dem, was drinstehen muss, ändert sich nicht wirklich was. Gut, den Paragraph 11 Bundesdatenschutzgesetz gibt es nicht mehr, ist jetzt Artikel 28. Ne? Also von daher, gut, hätte da wahrscheinlich neue Verträge bekommen müssen von euren externen Dienstleistern, wie ihr sie jetzt wahrscheinlich um die Ohren gehauen bekommen habt, die hättet ihr aber auch eigentlich schon vorher haben müssen. Punkt. Und ja, wie kann so ein Vertrag eigentlich aussehen? Gut, wie hatten wir ja schon gesagt, grundsätzlich Schriftform, was muss er enthalten? Auftraggeber und Auftragnehmer müssen klar definiert sein. Sprich, welche Firma ist Auftraggeber, welche Firma ist Auftragnehmer. Dann, ja, was in Artikel 28 halt gefordert wird, Kontrollrechte, Pflichten und so weiter und so fort. Als Anlage würde ich empfehlen, das so zu machen, ne? Macht euch ein Muster fertig und dann als Anlage die Art der Daten, Zweck der Verarbeitung, Datenkategorien etc. Weil das zum Beispiel, das kann sich je nach Kunde, sage ich jetzt mal, ändern. Muss ja nicht unbedingt sein, dass ihr bei jedem Kunden meinetwegen die Mitarbeiterdaten verarbeitet, bei dem anderen, von dem anderen Kunden verarbeitet ihr Lieferantendaten etc. pp. Das heißt, das sind so Sachen, die können sich von Kunde zu Kunde unterscheiden. Ebenso als Anlage Unterauftragsverhältnisse, sprich wenn ihr schon externe Dienstleister im Boot habt, zum Beispiel ein Dienstleistungsunternehmen für die sichere Löschung von Daten. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt ad hoc nur die Firma Reiswolf ein. Ich hoffe, die gibt es auch noch, ne? Für sichere Datenlöschung. Wenn die mit im Boot ist, dann gehört die ebenfalls dort mit rein. Oder muss bei Vertragsabschluss schon angegeben werden, so rum. Und ebenfalls als Anlage die technischen organisatorischen Maßnahmen von euch als Auftragnehmer. Ja, damit euer Gegenüber auch weiß, alles klar, wie werden denn die Daten, die er mir überlässt, gesichert? Oder wie sind die abgesichert, so rum.
Und für alle, die ein Muster haben wollen, kann ich euch nur, oder allgemein sich über Datenschutz informieren wollen, kann ich euch nur diese Seite empfehlen. www.datenschutz-guru.de. Das ist die Website vom Rechtsanwalt Stefan Hansen Öst. Öst. Wie gesagt, kann ich nur sehr empfehlen. Da bin ich im Prinzip auch seit Anfang des Jahres, habe ich mich von den Newsletter eintragen lassen und der gute Mann, sag ich mal, hat eine, wie ich finde, sehr angenehme Art, das ganze Thema Datenschutz rüberzubringen. Und ja, zumindest von meiner Seite aus weiß er zumindest auch, wovon er redet. So, das war's im Prinzip zur Auftragsverarbeitung, Verarbeitung im Auftrag, ne? Wie es auch immer genannt werden will. Ich hoffe, bis hierhin euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und vielleicht sogar meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Und wenn ihr den Kanal abonniert, vergesst nicht, direkt daneben auf die Glocke zu klicken, damit ihr auch Benachrichtigungen bekommt, wenn ich neue Videos hochlade oder meinen Livestream starte. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.